basteln heute 4 coole Oster-DIYs im Stil von Pokémon. Das erste DIY ist ein Kranz. Den kannst du an die Tür hängen oder an die Wand, wie du gerne möchtest. Du brauchst dafür einen Stickrahmen. Ich habe hier nur den äußeren verwendet. Ein bisschen Moosgummi, Kunstblumen und eine Heißklebepistole. Als erstes brauchst du eine Vorlage. Danach schneidest du die Einzelteile des Pokémon aus Moosgummi aus und klebst alle Einzelteile mit der Heißklebe auf. Kleine Ecken und Kanten kannst du mit der Schere nachschneiden. Mit einem Lackmarker malst du Details wie das Gesicht auf dein Pokémon. Jetzt noch ein paar Kunstblumen dazu. Und dein Pokémon ist fertig. Öffne deinen Stickrahmen, du brauchst nur den äußeren, und klebe die Enden zusammen. Jetzt klebst du mit der Heißklebepistole dein Pokémon darauf fest und verzierst den Kranz mit Blüten. Dafür brauchst du einzelne Blüten oder Blütenranken und klebst diese auch mit Heißklebe fest. Kleiner Tipp, starte oben und arbeite dich nach unten vor. Den letzten Zweig klebst du unten unter deinem Pokémon fest. Und auf der anderen Seite machst du es ganz genauso. Und das war doch gar nicht so schwierig, oder? Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Und ich liebe Kirschblüten. Ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gesehen hast, beziehungsweise mein vorletztes, in dem ich ganz viel mit Kirschblüten gebastelt habe. Das passte halt total gut. Als nächstes brauchst du leere Gläser. Ich habe hier Marmeladengläser verwendet und die mit Pokémon verziert, sodass du Süßigkeiten reintun kannst oder andere Dinge, die du vielleicht aufbewahren möchtest. Ich finde, die sind auch super für Ostern zum Verschenken. Also, alles, was du dafür brauchst, sind leere Gläser, Acrylfarbe, Modelliermasse und Lackmarker. Ach ja, und die Heißklebepistole nicht vergessen. Schraube als erstes die Deckel von deinen Gläsern ab. Sprühe sie mit Grundierung ein und lasse das Ganze gut trocknen. Jetzt formst du aus Modelliermasse die kleinen Pokémon. Für Pikachu habe ich so einen bohnenförmigen Bauch geformt. Damit es nachher steht, kannst du die Bohne auf den Tisch aufdrücken, damit unten eine flache Kante entsteht. Jetzt formst du einen kleinen Ball, drückst ihn auf die Tischplatte auf und schneidest mit einem Messer den Schwanz von Pikachu aus. Jetzt formst du aus einem kleinen Rest Modelliermasse eine Rolle, schneidest sie in der Mitte durch und formst die Ohren von Pikachu. Ditto ist ein bisschen einfacher. Dafür formst du dir auch einen Ball, drückst ihn mit den Fingern zusammen und ziehst mit Zeigefinger und Daumen kleine Spitzen aus der Modelliermasse. Kleiner Tipp: Mit ein bisschen Wasser wird die Modelliermasse geschmeidiger. So kannst du die Form ein bisschen besser rausziehen. Auch ditto sollte unten flach sein. Wenn die Modelliermasse getrocknet ist, klebst du die Einzelteile mit der Heißklebepistole zusammen und klebst die Pokémon direkt auf ihre Deckel. Jetzt kannst du das Ganze mit Acrylfarbe anmalen. Wenn die Farbe getrocknet ist, malst du mit Lackmarkern die Details auf deine Pokémon. Ich habe Pikachu hier braune Ohrenspitzen, Wangen und ein Gesicht verpasst. Das war gar nicht so schwer, oder? Mein Gedanke dahinter war, die Figuren, die drauf sind, so einfach wie möglich zu halten, damit es einfach jeder nachmachen kann. Du könntest natürlich auch kleine Figuren benutzen und die draufkleben oder sogar mit ansprühen oder anmalen. Aber ich finde einfach, diese Figuren, die sind meistens so teuer und auch so schöne Sammlerstücke. Ich würde sie nicht anmalen oder draufkleben. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich aus Modelliermasse ganz einfache Formen, sodass wir Pikachu und Ditto ganz einfach selber machen können.
verrat mir doch mal, spielst du auch gerne Pokémon? Ich liebe die Spiele seit der blauen Edition und bin immer noch süchtig danach, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass viele von euch gerade Animal Crossing spielen, wo ich zugeben muss, das habe ich noch nie gespielt, aber um Pokémon komme ich einfach ganz schlecht drum rum. Und das nächste DIY sind kleine Anhänger, die habe ich gemacht für den Osterstrauch. Die sind ein bisschen aufwendiger, aber in gewissen Dingen auch einfacher. Ich habe hier nämlich aus Modelliermasse kleine Formen ausgeschnitten, Ostereier oder Kirschblüten. Und habe hinterher einfach kleine Pokémon draufgeklebt, die ich mir vorher ausgedruckt habe. Und die kannst du an deinen Osterstrauch hängen oder du machst eine Girlande draus, was du gerne möchtest. Auf jeden Fall brauchst du dafür Modelliermasse, Acrylfarbe, Bilder von Pokémon. Die kannst du im Internet finden und ausdrucken und alles Kleber. Rolle die Modelliermasse richtig schön flach. Dann nimmst du dir deine Schablonen, ich habe hier ein Ei und eine Kirschblüte, legst sie auf die Modelliermasse rauf und schneidest mit einem Messer drumherum. Wenn du Ausstechförmchen hast, kannst du natürlich auch diese verwenden. Überstehende Ecken kannst du mit den Fingern ein bisschen wegdrücken und alles nochmal in Form bringen. Mit einer Pinnnadel machst du in alle Förmchen kleine Löcher. Daran kannst du deine Form nachher aufhängen. Und dann lässt du das Ganze trocknen. Nach dem Trocknen kannst du deine Form mit Acrylfarbe bemalen. Wenn die Farbe getrocknet ist, malst du mit Acrylfarbe und Lackmarkern kleine Details auf deine Anhänger. Jetzt druckst du dir ein paar Pokémon-Bilder aus, schneidest sie aus und klebst sie mit dem Alleskleber auf deine Aufhänger. Die sind total schön geworden, oder? Ich finde sie so toll. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein absoluter Liebling ist Bisasam. Also es war damals, als ich die blaue Edition gespielt habe, mein erster Starter und seitdem... Das ist einfach eine große Liebe. Ich liebe Bisasam. Ich habe auch schon ein anderes DIY gemacht mit Bisasam. Ein Schlüsselanhänger aus Fimo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Vielleicht bei Instagram oder auf meinem Blog. Da findest du die Anleitung dazu. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in Zukunft noch mehr Bisasam-DIYs gibt. Machen wir etwas ganz Traditionelles. Wir bemalen nämlich Ostereier. Dafür habe ich mir hier so Plastikeier gekauft, in zwei Größen. Und die habe ich schon mal mit Acrylfarbe angemalt. Dafür habe ich mich inspirieren lassen, auch direkt von Pokémon. Du kennst ja bestimmt die Pokémon-Eier, die es so gibt. Da findest du auch im Internet super viele Vorlagen und Bilder. Ich fand die Idee einfach total lustig, Ostereier zu bemalen im Pokémon-Stil. Und deswegen möchte ich das mit dir gerne machen. Bemalt habe ich sie schon mit Acrylfarbe und ich habe mir gedacht, wir verzieren sie noch ein bisschen mit Lackmarkern. Ich habe mir gedacht, ich mache auf jeden Fall ein Ei mit Togepi, weil Togepi kennt, glaube ich, jeder. Das ist, glaube ich, so das Ur-Pokémon-Ei gewesen, oder? Also ich glaube, das war so eins der ersten. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn ich mich irre. Aber ich meine, es war damals in der zweiten Staffel, da kam Togepi zu den Pokémon dazu und da fing das damals auch an mit dem Züchten, glaube ich. So, ich habe jetzt hier mein Ei so ein bisschen bemalt, ein paar Details aufgemalt. Dann habe ich hier noch eins, das habe ich gelb gemacht mit pinken Punkten. Wie gesagt, Vorlagen findest du im Internet, super viele. Ich habe mir da welche runtergeladen und ausgedruckt und du musst dich dann nur noch entscheiden. Weil es gibt super viele verschiedene Pokémon-Eier. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich war sehr überrascht. Hier habe ich zum Beispiel eins, da male ich jetzt so kleine Wellen drauf. Also ich spiele super gerne Pokémon. Ich muss aber gestehen, ich bin kein Experte. Ich könnte dir nicht sagen, welches Pokémon in welchem Ei ist. Da muss ich leider passen. So gerne ich es auch spiele, aber... So weit geht mein Wissen dann leider nicht. So sieht's aus. Dann brauchen wir natürlich noch was für die Aufhängung. Und dazu kannst du einfach Bänder nehmen.
habe die Enden hier verknotet und habe mir gedacht, wir kleben das einfach mit Heißklebe oben auf. Ganz schlicht und ohne viel Tamtam. Wie immer hoffe ich, dass dir mein Video Spaß gemacht hat, dass ich dich inspirieren konnte, etwas selber zu machen. Und wenn dir mein Video gefällt, hinterlass natürlich einen Daumen und vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!